Nachdem ich heute bei einer Röntgenaufnahme radioaktive Strahlen abbekommen habe, habe ich die Spoiler erst so spät gelesen und dachte mir, ey, da gibt's ein Video zu, Freunde. Ich habe so krasse Ideen. Also, diejenigen von euch, die nicht gespoilert werden wollen, verpisst euch. Lasst dem Video gerne trotzdem einen Daumen nach oben da, um mich zu supporten. Aber ihr braucht für dieses Video das Wissen aus den Spoilern. Wir kommen nämlich zu wichtigen Sachen zu sprechen. Gear 5 ist am Start. Ich habe euch gewarnt, falls ihr jetzt gerade trotzdem gespoilert wurdet, ist das eure Schuld. Aber Freunde, Gear 5 ist da und die Nebeneffekte von Gear 5 werden in diesem Video besprochen und es wird ziemlich interessant, denn wenn wir uns das Muster von Eiichiro Oda aus der Vergangenheit anschauen, dann ist hier etwas im Busch, was böse ist. Denn wir erfahren im Gespräch der fünf Weisen etwas sehr Wichtiges. Sie erwähnen, dass die Zoan-Teufelsfrüchte schon immer ganz besonders waren und mit der Zeit einen eigenen Willen entwickelt haben. Das Ganze spiegelt sich jetzt wieder in Ruffys Teufelsfrucht, denn das ist auch eine Zoan-Teufelsfrucht und nennt sich Mensch-Mensch-Frucht Typ Nika. Also haben wir hier Sonnengott Nika in Form einer Teufelsfrucht und zufälligerweise hat Ruffy diese Teufelsfrucht gegessen. Erst kürzlich wurde Sonnengott Nika von Who is Who erwähnt und das Ganze könnte man sich eigentlich sehr gut denken, dass das hier die Teufelsfrucht von Sonnengott Nika ist und Ruffy diese gegessen hat und Sonnengott Nika und Joy Boy sind dieselbe Person. Hier haben wir also Ruffy, der in diesem Kapitel zurückkehrt als Joy Boy und diese Form einnimmt. Er zieht direkt Kaido hoch und greift ihn an. Es scheint so, als würde er diesen Kampf dominieren und selbst die alten Theorien, dass er die Umgebung beeinflussen kann und sogar in Gummi verwandeln kann, werden hier bestätigt. Er kann hier den Boro Breath von Kaido zurücklenken und Freunde, darauf haben wir doch alle gewartet. Doch diese Power wird natürlich einen Nachteil mit sich bringen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Gear 2 zum Beispiel die Ausdauer von Ruffy sehr stark beeinträchtigt, seine Lebenszeit verkürzt und seinen Körper überlastet. Bei Gear 3 aber war das Besondere, dass er nach dem Angriff direkt geschrumpft ist und für eine Zeit klein blieb. Nach dem Timeskip ging es dann weiter mit Gear 4 und wir erkennen hier definitiv einen ähnlichen Aspekt zu Gear 2. Denn in Gear 4 verbraucht er sein Haki und wird unter Umständen bewegungsunfähig, wenn er aus dieser Form rauskommt, weil er dann kein Haki mehr hat und automatisch keine Kraft. Es ähnelt hier also vom Prinzip her wirklich Gear 2 sehr. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, es wird doch wohl so sein, dass Oda sich an diesem System festhält, denn das hat er eigentlich immer getan. Und in Gear 3 hat halt Ruffy quasi einen sehr großen Nachteil. Er wird klein, wird angreifbar und jetzt wird sowas ähnliches auch in Gear 5 passieren. Wir haben gesehen, der CP0-Agent ist in den Kampf zwischen Kaido und Ruffy eingegriffen und hat dafür gesorgt, dass Ruffy getroffen wird und Ruffy war quasi tot, Freunde. Ich habe sogar meinen Arzt gefragt, er hat gesagt, der Junge wird so schnell nicht mehr aufstehen. Er war wirklich tot und auf einmal kehrt er wieder zurück. Der Nachteil von diesem Comeback wird also um einiges größer sein, als wir uns es aktuell erahnen können. Doch wie stelle ich mir das Ganze vor? Wie wird die fatale Konsequenz von Gear 5 aussehen? Wird Ruffy sterben, obwohl er eh schon tot war? Nein, das denke ich nicht, aber Ruffy wird die Kontrolle über seinen Körper zu 100% verlieren. In Gear 3 war es auch so, sein Körper ist geschrumpft und in Gear 5 denke ich, dass etwas mit Ruffys Wesen passieren wird. Dass etwas mit seinem Charakter passieren wird, dass er eventuell die Kontrolle über sich verliert und jetzt jemand anderes übernehmen kann. Denn die Gorosei haben nicht umsonst erwähnt, dass die Frucht einen eigenen Willen besitzt und dieser Wille könnte nun auch das Steuer übernehmen und Ruffy wäre dann quasi für einige Zeit weg. Wenn das passiert, dann könnte es sogar die Tragödie sein, auf die wir die ganze Zeit warten. Denn Freunde, stellt euch mal vor, der Kampf Ruffy gegen Kaido ist quasi das, was das Ende von Wano Kuni einleitet, von dem Krieg. Wir erwarten ja alle, dass wenn Ruffy Kaido besiegt, der Kampf vorbei ist und die Allianz gewonnen hat. Aber wenn es nicht so ist und wenn das erst der Anfang ist, dann wäre es doch ein heftiger Plot-Twist. Oda hat ja nicht umsonst gesagt, Kaido ist nicht der letzte Gegner. Eventuell ist ja Nika der letzte Gegner. Eventuell ist Nika jemand, den wir aktuell noch nicht einschätzen können. Es wird ja gesagt, dass er ein Freiheitskämpfer ist, dass er die Welt erlösen wird, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht wird die Strohpiratenbande erstmal einen Kampf gegen Nika haben, der nicht versteht, wo er gerade ist und das wäre für mich
mich eine Nebenwirkung, die quasi auch für die Story etwas bringen würde, denn wir hätten hier Ruffy mit zwei gespaltenen Persönlichkeiten. Für einen Protagonisten ist das zum einen etwas, was ihn deutlich interessanter macht, zum anderen etwas, was zum Finale hin noch deutlich mehr thematisiert werden kann. Natürlich hätten wir dann auch diesen einen Moment, der jeden One Piece Fan freuen würde, wenn die Crew versucht, ihren Kapitän wieder zurückzubringen, eventuell wenn Zoro dann auch gegen Ruffy kämpft. Denn dieser war ja dem Tod auch sehr nahe. Wir sahen sogar den Sensenmann vor ihm, was ein klares Zeichen von Oda war. Zoro ist fast tot und wenn er jetzt auch mit einem Power-Up zurückkehrt, dann könnte man einen Moment wie damals in Filler Bug erhoffen, wo Zoro sagt, es ist gar nichts passiert, obwohl Ruffy ihm den ganzen Schaden angetan hat. Vielleicht wird aber Zoro so weit zurückgehalten, dass nachdem das Ganze mit Nika geklärt ist, er die Weltregierung oder andere Gegner wegschlagen kann, damit sie nicht an Ruffy ran können, so wie halt damals mit Kuma, was definitiv in diesem Arc auch stattfinden wird. Damals auf der Filler Bug hat Zoro die Wahrheit vor Ruffy verheimlicht und ich denke, wenn diesmal was ähnliches vorfällt, wo Ruffy eigentlich dabei schuld ist und als Kapitän hier alle beschützen sollte, wird er wieder den Crewmitgliedern sagen, nein, sagt Ruffy nichts, er ist nicht der Schuldige, er konnte nichts dafür und das Ganze wird dann auch bis zum Ende der Story mitgenommen. Ich denke, irgendwann wird es auch ein Gespräch zwischen Zoro und Ruffy geben, mindestens im Finale, über die ganzen Sachen, die vorgefallen sind. Es ist ein großes Thema, ob die Strohhüte überhaupt richtig miteinander befreundet sind, ob sie sich kennen, denn irgendwie kommt es so vor, als würde Ruffy versuchen, auf Krampf die Crew beisammen zu halten. Jemand erzählt einen Witz, der eigentlich gar nicht witzig ist, Ruffy lacht, Leute finden sein Lachen witzig und lachen auf einmal mit. Die Situation damals mit Sogeking, als ob Ruffy nicht gemerkt hat, dass Sogeking Lysop ist. In Lysop hat sogar am Ende des Enies Lobby Arcs seine Maske ausgezogen und als ob Ruffy sich an sowas nicht erinnert. Man sagt ja nicht umsonst, Geschehnisse, die mit vielen Emotionen verbunden sind, bleiben am meisten im Gedächtnis. Und wenn diese Szene, wo Lysop geschrien hat, steh auf Ruffy, nicht in seinem Gedächtnis geblieben ist, muss Ruffy komplett hohl sein. Und wir wissen, Ruffy ist nicht hohl. Ruffy ist ein guter Kapitän auf seine Art und Weise. Denn manchmal ist es gut, sich dumm zu stellen, anstatt einen Konflikt noch größer zu machen. Er hat damit Lysop die Chance geboten, wieder zurück in die Crew zu kommen, damit er von allen akzeptiert wird. Denn auch in den schweren Zeiten der Strohpiratenbande, als die CP9 Robin entführt hat, war Lysop an ihrer Seite und Ruffy hat es zugelassen. Er könnte auch direkt sagen, was für Sogeking aus Slifer Island. Du gehst jetzt sofort raus, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Du wolltest dich gerade mit mir anlegen in Water 7. Alle haben das gesehen und als ob ich dich respektlosen Typen wieder in meiner Crew haben will. Auch wenn das heißt, dass ich hier einen weniger habe, um Robin zu retten. Du bist keine Hilfe, du bist schwach. Das könnte Ruffy auch sagen, aber er hat zugelassen, dass Sogeking mitkommt und das nur aus einem Grund. Er wollte Lysop wieder zurück in seiner Crew haben. Und solche Themen wünscht sich, denke ich, jeder One Piece Fan in One Piece, dass sowas thematisiert wird. Und wenn jetzt Ruffy diesmal diesen Nachteil aus dieser Form rausschlägt, dann wird das Thema irgendwann thematisiert. Dann werden wir auch mal irgendwann richtige Freunde sehen, eine richtige Crew sehen, die zusammenhält, die miteinander über alles redet. Ruffy, der im Timeskip seinen Bruder verloren hat, ist so depressiv drauf gerade, aber keinen juckt's, keiner redet mit ihm über dieses Thema. Damals war nur Jinbei in den Zeiten dabei, wo Ruffy über den Tod von Ace wegkommen wollte, aber keiner der anderen war dabei. Und als Ruffy dann zurückgekehrt ist, nach dem Timeskip ins Sabaody-Archipel, redet auf einmal gar keiner über dieses Thema. Ich würde mich doch fragen, hey, geht es meinem Kapitän gut? Hat er das Ganze verarbeiten können? Nein, es geht direkt weiter. Die Leute denken sich, Bartholomew's Bär hat unser Schiff beschützt. Wir machen direkt weiter. Lass ab zur Fischmenscheninsel. Und dort geht es dann weiter mit der Story, die kämpfen. Ich würde mir halt wünschen, dass die Strohpiratenbande etwas miteinander diskutiert. Und das könnte man hier mit der fatalen Konsequenz mit dem Gear 5 erreichen, dass hier eine bessere Bindung in der Crew zu sehen sein wird. Denkt an meine Worte, Freunde. Vor einigen Kapiteln wurde erst das Gespräch gezeigt zwischen den Gorosei, wo sie über die geheime Teufelsrucke geredet haben, dessen Name extra verändert wurde. Und zufälligerweise kriegen wir das Thema jetzt hier behandelt. Oder nutzt das Ganze als Stilmittel, um die Story voranzubringen. Er nutzt die Gorosei, die über ein Thema reden, um es dann auch in Onigashima wirklich geschehen zu lassen. Und zufälligerweise reden jetzt die Gorosei darüber, dass Ruffys Teufelsrucke einen eigenen Willen besitzt. Denn die
Diese Teufelsfrucht ist der Weltregierung 800 Jahre immer aus den Händen weggeflutscht und irgendwie kam es ihnen so vor, als würde die Frucht selber von ihnen wegrennen, als würde die Frucht immer einen neuen Besitzer suchen, der sich dann gegen die Weltregierung wendet. Und zufälligerweise bekommen wir das Ganze jetzt hier thematisiert und Ruffy, Freunde, könnte dieser jemand sein, der jetzt quasi von Nika oder Joyboy, wie man es auch nennen mag, kontrolliert wird, um seinen Willen durchzusetzen, denn er hat ein Versprechen gegeben, das er einlösen will. Und ich sage euch eines, Freunde, Oda wird nicht zulassen, dass eine Person, die vor 800 Jahren gelebt hat, die Story dermaßen beeinflusst. Er wird natürlich die Strohhüte dazu bringen, dagegen zu wirken. Der wird auch Ruffy dazu bringen, dagegen zu wirken und eventuell wird am Ende rauskommen, dass Joyboy sowas wie ein Kind war, also der halt kindliche Gedanken hatte und nicht erwachsen gehandelt hat, sondern eher kindlich und dadurch vielleicht mehr Schaden verursacht hat als Gutes. Denn was bringt es, Frieden zu bekommen, wenn man dafür wirklich die komplette Welt zerstört? Und ich denke, das ist das größte Problem bei Ruffy oder Joyboy, denn sie wissen nicht ganz genau, wie sie ein Ziel erreichen können. Sie brauchen immer Leute bei sich, die sie quasi lenken durch die ganzen Stufen zur Freiheit. Schreibt doch mal ihr eure Meinung in die Kommentare zu dem Thema. Was glaubt ihr, werden die Konsequenzen von Gear 5 sein? Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.